Also hier jetzt der zweite Teil mit einer etwas anderen Lösung. Wir haben diese Gleichung hier schon im Prinzip besprochen, dass wir sie umformen können bis hier. Das kann man ansonsten nochmal nachvollziehen anhand des ersten Videos. Jetzt geht es hier darum, dass hier zwei Potenzen mit gleichen Basen stehen. Und wenn wir das auflösen wollen, gibt es natürlich auch den Weg, dass wir jetzt einfach durch 2 hoch x teilen. Denn wir können ja Potenzen mit gleichen Basen multiplizieren, sodass wir die Exponenten addieren. Also plus rechnen, und wir können sie auch durcheinander teilen, so dass man dann die Exponenten subtrahiert. Das heißt, hier drüben würde stehen 2 hoch 9 durch 2x minus 3 minus x ist gleich, und 2 hoch x durch 2 hoch x, nicht denken, dass da 0 rauskommt, sondern da kommt 1 raus. Man teilt etwas durch sich selbst und es bleibt eine Einheit oder eine 1. Hier drüben können wir das Ganze jetzt halt uns mal so angucken, dass wir, also es gibt auch hier noch wieder zwei Varianten. Wir können nämlich jetzt zum Beispiel sagen, irgendetwas, ob da nur eine 2 steht, ein Häuschen, ein Bäumchen, eine 9, eine 4,3, ja, hoch 0 ist 1. Irgendwas hoch 0 ist immer 1. Das heißt, wir könnten jetzt anfangen, wieder zu argumentieren und zu sagen, 9 durch 2x minus 3 minus x soll gleich 0 sein. Denn nur irgendwas hoch 0 ist 1. Das will ich einmal ganz kurz hier vorstellen, warum das so ist. Und auch hier, naja, warum das so ist, irgendwie, weil es nachher zu einem richtigen Ergebnis führt. Das wollen wir mal so halten. Wir können jetzt hier entweder das x erstmal auf den Hauptnenner bringen. Das passiert ja dadurch, dass wir x Eintel mit 2x, hier stand ein Minus, ne? Was stand da? Jetzt hab ich es weggehauen. Oh nein. Da stand ein Minus. Kann ich ja hier drüben nochmal nachgucken. Wichtig, wichtig, dass man sich auch immer wieder orientieren kann. Mal 2x minus 3. Ja, wenn wir das hier auf den Hauptnenner bringen wollen, steht ja hier x Eintel. Und dementsprechend ist das hier natürlich dann der Hauptnenner. Das heißt, diese Umformung ist zulässig. Und jetzt können wir auch mit dem Nenner multiplizieren, 2x minus 3. Dann fällt er nämlich hier aus dem Nenner weg. Und es steht im Prinzip das da. So, das sieht jetzt nicht schön aus. 2x minus 3, zack, ist gleich 0. Und jetzt steht hier im Prinzip die gleiche Gleichung, wie wir gerade eben schon hatten in dem ersten Video. Jetzt steht hier nämlich 9 minus 2x Quadrat plus 3x ist gleich 0. Wenn wir das umformen, dann steht da wieder x Quadrat. Also das wollen wir jetzt erstmal sortieren. Dann steht da minus 2x Quadrat plus 3x plus 9. Das Ganze teilen wir dann ja jetzt durch 2, durch minus 2. Dann steht da x Quadrat minus 3 halbe x minus 4,5 ist gleich 0. Tja, so sieht's aus. Und aus dieser Zeile kommen wir dann wieder zur PQ-Formel, die die gleichen Ergebnisse liefert wie die erste Variante. Und jetzt kommt hier auch gleich nochmal die zweite Variante, sodass wir jetzt nämlich hierbei dann auch noch einen dritten Weg haben, das Ganze aufzulösen. Der ist allerdings advanced und wahrscheinlich nicht für die beiden Aufgabensteller hier relevant, aber ich will ihn trotzdem einmal beschreiten.